bin Mitglied des SME, des Social Media Excellence Kreises, aus dem Grunde, weil es in meinen Augen nicht eine Konferenz wie jede andere ist. Das Besondere daran ist, dass hier einzig und allein Anwenderunternehmen sich treffen in einer geschützten, intimen Umgebung, kann man fast schon sagen. Und hier erfahren Unternehmen von anderen Unternehmen, wie gerade der Stand des Themas Social Media ist. Interessant daran ist, dass es hier unterteilt ist in sogenannte Social Media Excellence Labs. Das sind Arbeitsgruppen zu vielen, vielen Themen, die am Tag vorher stattfinden. Und am eigentlichen Social Media Excellence Circle werden Hauptthemen durchgenommen, die dann durch Referenten verstärkt werden. Aber auch Unternehmen sind verpflichtet, übereinander zu berichten. Besonders gut an den SME Labs finde ich, dass man sich mit Kollegen aus anderen Branchen und Unternehmen austauschen kann, dass man sieht, woran andere Unternehmen arbeiten und eben gemeinsam auch versucht, Lösungen zu finden für bestimmte Themen und Probleme. Ganz besonders spannend für die praktische Arbeit war natürlich die Entwicklung eines sogenannten Social Media Maturity Modells, also eines Reifegradmodells, das wir auch sehr intensiv und sehr praxisnah bei uns angewendet haben im Hause. Ich finde den Social Media Excellence Kreis sehr interessant, weil es eine der wenigen Gelegenheiten ist, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann von doch sehr namhaften Firmen. Insofern geht es wirklich darum, sich über die tatsächlichen Erfahrungen auszutauschen. Ich finde, das Event ist eines der besten Events, meiner Meinung nach, für den Austausch, also einer der besten Anwenderkonferenzen für das Thema Social Media.